Herzlich willkommen zu Oxpoon, dem Technikmagazin. Hallo und herzlich willkommen. In unserer heutigen Gesellschaft ist Strom nicht mehr wegzudenken. Elektrische Energie umgibt uns überall. Und natürlich gibt es auch Fachmenschen, die sich darum kümmern müssen, dass unsere Stromnetze richtig funktionieren. Und wenn wir Strom messen wollen, herkömmlich bzw. die einfachste Methode ist, dass wir ein Strommessgerät in den Stromkreis integrieren. Das ist allerdings erstens nicht immer möglich und zweitens wollen wir manchmal auch Anlagen, die laufen, nicht unterbrechen bzw. manchmal geht es nicht ums Wollen, sondern wir können sie nicht unterbrechen. Wir müssen im laufenden Betrieb in der Lage sein, Ströme zu messen. Und wie man das machen kann, berührungslos Ströme messen, na, da gucken wir uns doch mal hier unseren Versuchsaufbau an. Wir haben hier zwei Kompasse liegen. Einmal einen klassischen analogen, so wie man ihn seit Jahrzehnten kennt. Und dann das Ganze hier nochmal in der digitalen Form in unseren Mobiltelefonen, wo überall heutzutage auch solche Sensoren eingebaut sind. Die sehen übrigens, wenn sie nicht eingebaut sind, so aus. Also wenn man selbst Schaltungen entwickelt, wenn man selbst Systeme baut, dann bedient man sich solcher Geräte. Das sind dann sogenannte Hall-Sensoren, die da eingebaut werden. Und diese Kompasse, die messen unser Erdmagnetfeld. Das Erdmagnetfeld ist eine sehr schwache Kraft, aber sie reicht aus, um die Mechanik beispielsweise in so einem althergebrachten Kompass zu bewegen. Und wenn wir allerdings jetzt hingehen, ich sagte, es ist ein Magnetfeld, wenn wir hingehen mit einem starken lokalen Magnet, dann sind wir natürlich in der Lage, diese Kompasse zu überlisten. Und wir sehen also hier im analogen Fall, wie sich der Kompass mitbewegt. Und auch hier, wenn ich das ans Telefon halte, auch der lässt sich dadurch problemlos beeinflussen. Und wenn wir Strom durch einen Leiter schicken, dann baut sich entlang dieses Leiters ein Magnetfeld auf. Und das können wir genauso, wie wir das gerade gesehen haben, mit dem Magneten auch mit so einem Kompass hier detektieren. Ich kann das mal zeigen. Wir haben hier für unseren Versuchsaufbau ein Netzteil stehen und ich werde jetzt hier 5 Ampere auf diesen Stromkreis, den wir hier haben, geben. Und wir sehen hier einen dünnen Draht, der über diesen beiden Kompassen entlang läuft. Der Stromkreis läuft also über diesen dünnen Draht und wir können diese beiden Kompasse mal beobachten. Wenn ich das hier anlege, dann sehen wir also, der digitale Kompass, der hat sich sehr deutlich bewegt. Der analoge Kompass ist ein bisschen träge, das ist Absicht. Diese analogen Kompasse, die sind in einer Flüssigkeit gelagert, damit sie nicht ganz so schnell sich bewegen. Beim Wandern zum Beispiel, wenn man eine Körperbewegung macht dabei, wäre das ungünstig. So, wenn ich das hier wieder wegnehme, dann sehen wir auch wieder besonders deutlich beim digitalen Kompass, der bewegt sich wieder in eine andere Richtung, in Richtung des Erdmagnetfeldes. Das heißt, wir können mit diesen Kompassen detektieren, dass hier ein Strom entlang fließt und auch, wie stark dieser Strom ist. Wichtig bei diesem Messaufbau ist, dass wir die Messgeräte nur unter einer einzelnen Ader liegen haben. Würden wir die Rückleitung ebenfalls hier in die Nähe legen, dann würden sich die Magnetfelder aufheben. Die laufen gegenläufig auf dem Hinweg und auf dem Rückweg und die würden sich quasi zu Null addieren. Und dann wäre es nicht mehr möglich, mit diesen Messgeräten sinnvoll den Strom, der hier fließt, zu detektieren. Das Ganze gilt auch nur bei Gleichstrom. Wenn wir Wechselstrom hier drauf geben würden, dann, wir haben ja bei uns im Stromnetz 50 Hertz. Das heißt, 50 Mal in der Sekunde ändert sich die Richtung des Stroms. Und dadurch würde der Kompass so schnell zittern, dass wir gar keine vernünftige Messung machen können. Weder mit dem analogen Kompass, auch die digitalen Kompasse kommen da nicht mit. Das heißt, wenn wir Wechselstrom messen wollen, brauchen wir etwas anderes. Und da arbeiten wir dann mit Induktivitäten. Wir haben hier eine Induktivität aufgebaut und das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass der Draht, den wir hier eben gesehen haben, den gleichen Draht haben wir jetzt hier zu einer Spule aufgewickelt. Und diese Spule, die hat mehrere Windungen. Je mehr Windungen die Spule hat, desto mehr Spannung wird induziert und das hilft uns natürlich beim Detektieren. Und wir haben auch hier einen Messaufbau. Hier drüben steht ein Oszilloskop.
Das ist jetzt verbunden mit beiden Enden von dieser Spule, von dieser Induktivität. Und wenn ich jetzt meinen Magneten, der vorher schon zum Einsatz gekommen ist bei den Kompassen, wenn ich den nun nehme und den hier durchschiebe und wir schauen auf das Oszilloskop, dann sehen wir hier Spannungsausschläge. Ganz eindeutig, da passiert etwas. Und das ist das Grundprinzip. Der elektrische Leiter schneidet die Magnetlinien und dadurch wird die Spannung induziert, die wir hier messen können. Das ist übrigens auch der Effekt, den wir bei jedem Stromgenerator, sei es nur ein kleiner Fahrraddynamo oder auch ein großer Generator in einem Wasserkraftwerk beispielsweise, der Effekt, den wir uns dort zunutze machen, um elektrischen Strom zu erzeugen. Der Spule ist es natürlich vollkommen egal, ob es ein Permanentmagnet ist, der hier durchgeschoben wird, oder ob wir ein magnetisches Wechselfeld messen. Und wenn wir also diese Spule hier über diesen Draht schieben, dann können wir das Wechselfeld messen. Das können wir jetzt hier mit dem Messaufbau nicht machen, weil da üblicherweise Messverstärker notwendig sind, um das sichtbar zu machen, der Strom, der dann da durchfließt. Und da sind wir auch schon beim Prinzip des Transformators. Und das können wir uns dann hier nochmal anschauen. Also hier haben wir einen alten Klingeltransformator. Und wir können uns vorstellen, wir sehen hier also eine Primär- und eine Sekundärwindung bei diesem Transformator. Und wir könnten uns vorstellen, dass die kürzere Spule, die kleinere Spule hier, im Prinzip nur eine Windung wäre. Das heißt, das wäre die Ader, das wäre das Kabel, durch das der Strom fließt, den wir messen wollen, quasi eine einzige Ader. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine Messspule, die möglichst groß ist, damit sie möglichst viel Spannung mitbekommt. Und das wiederum ist das Prinzip der Strommesszange. Hier noch umgeben von einem lamellierten Eisenkern, also wir können das von der Seite sehen, diese einzelnen Lamellen hier. Das ist, um Wirbelstromverluste zu verringern. Und genauso ist es bei der Strommesszange. Die Strommesszange hat auch einen Eisenkern, nur in dem Fall zum Öffnen gedacht, also quasi wie eine Zange, man öffnet sie und hat dann die Gelegenheit, das Kabel, wo der Strom durchfließt, das man messen möchte, da hereinzulegen. Wir haben hier eine Strommesszange zum hochpräzisen Messen von kleinen Strömen, das PCE-MCM10. Und wenn wir uns das Gerät angucken, es ist sehr handlich, es ist auch sehr leicht und auch einfach zu bedienen. Wir haben hier also vier Tasten plus einen Einschalter, hier unten ein Display. Und wenn ich es einschalte, dann sehen wir auch, dass das Display gut ablesbar ist, selbst leuchtend. Und an diesem Kabel, was hier aus dem Gerät rausführt und auf der anderen Seite wieder reinführt, hängt diese Strommesszange, die sich hier gut integrieren lässt in das Gerät für den Transport. Und mit dieser Messzange können wir nun an unsere Kabel gehen, an unsere Adern gehen, die wir messen wollen. Hier ist eine Sache sehr, sehr wichtig. Wir messen hochpräzise, geringe Ströme bis plus minus 99,9 mA. Und das Ganze mit einem Hall-Sensor. Das bedeutet, dass das Gerät genullt werden muss. Wir sehen auch hier vorne auf dem Gerät diese Zero-Taste. Und um das zu zeigen, stelle ich das Gerät mal gerade hier hin. Es ist nämlich wichtig, dass die Strommesszange zunächst in die Nähe des Kabels zu legen, das wir messen wollen. Und wir sehen auch im Display, es wird etwas angezeigt. Wir müssen jetzt diese Zero-Taste drücken. Dann kalibriert sich das Gerät neu. Wir sehen, es steht auf 0. Und jetzt gehe ich hier an ein Ladekabel, an ein Stromkabel von einem Ladegerät, an eine Ader. Es ist ganz wichtig, nicht beide Adern des Stromkreises zu nehmen. Und wir sehen also hier minus 18,05 mA. Das Minus, wir können uns das hier angucken, auf dieser Stromzange ist hier oben ein Pfeil. Und wenn ich die Zange jetzt einfach umdrehe, dann sehen wir, dass der Pfeil in die andere Richtung zeigt. Und wenn wir auf das Display von dem Gerät schauen, dann ist das Minuszeichen dort vorne weggefallen. Dieses Kabel hier führt exemplarisch in dem Fall zu einem Ladegerät von einem Funkgerät. Und wenn ich das Funkgerät hier aus der Ladeschale herausnehme, dann sehen wir auch, dass
dass der Strom runtergeht. Wir haben jetzt einen Strom von 1,37 mA, also ein Standby. Und sobald ich das Gerät wieder in die Ladeschale einführe, dann geht der Strom wieder hoch auf die 18, irgendwas Milliampere, die wir gesehen haben. Das Gerät kommt mit einer Leuchte, die können wir hier vorne sehen, und durch längeres Drücken auf die Taste lässt die sich einschalten. Die ist dafür da, solche Kabel liegen normalerweise nicht offen auf dem Tisch, sondern sind irgendwo eingebaut in Schränke. Die Messstellen müssen erreicht werden, sind meist dunkel, und da hilft es, wenn in so einem Gerät eben auch eine Leuchte da ist, dass man sehen kann, wo schließt man das Gerät denn an. Es gibt hier noch eine Hold-Taste, sodass man sich einen bestimmten Wert festhalten kann, um ihn dann hinterher in Ruhe notieren zu können. Das Gerät ist batteriebetrieben mit 40 Stunden Laufzeit und die Genauigkeit liegt bei 0,3%, die Messgenauigkeit. Alles in allem ein schönes Gerät für Menschen, die kleine Ströme messen müssen. Ein PCE MCM10. Wir sehen hier die Strommesszange PCE CTI 10. Ein Gerät zum Messen von großen Strömen, von Strömen bis 1000 Ampere und von Spannungen bis 1500 Volt. Die Ströme, wir wissen über die Strommesszange, wir sind in der Lage, das Gerät in eine Leitung hineinzulegen bzw. eine Leitung zu umschließen mit der Strommesszange und somit berührungslos den Strom zu messen. Bei der Spannung funktioniert das natürlich nicht. Für die Spannungsmessung ist es notwendig, dann über die Messstrippen zu arbeiten. Aber dazu gleich mehr, schalten wir das Gerät mal ein. Also wenn wir sagen, wir wollen berührungslos den Strom messen, dann gehen wir hier in den Ampere-Bereich und wir sehen also, hier aktuell fließt kein Strom. Aber ein Display, das sehr schön groß ablesbar ist, auch aus größerer Distanz, wenn man das Gerät irgendwo hinlegen muss und ein bisschen weiter weg misst. Was ebenfalls sehr schön ist, ist in der Lage, wir können hier also in ein Menü gehen. Wir haben hier eine schöne Menüübersicht und wir sind in der Lage, Daten aufzuzeichnen mit diesem Gerät. Wir sehen also hier den Punkt Aufzeichnung starten, aber wir können auch Aufzeichnungen abrufen. Und wenn wir uns hier eine letzte Aufzeichnung, die ich gemacht habe, mal anschauen. Also eine Strommesskurve, ein Gerät, was wir eingeschaltet haben, nämlich diesen Heizlüfter, den wir uns eben gleich noch angucken werden, der fährt langsam hoch mit seiner Leistung und dann haben wir ihn auch direkt wieder ausgeschaltet und da geht auch der Strom, die Stromaufnahme zurück. Das ist also sehr schön hier zu sehen, diese Kurve sehr schön grafisch darzustellen. Wir sehen auch sonst typische Multimeterfunktionen, beispielsweise das Messen von Dioden, von Widerständen. Wir können Temperaturen messen. Wir haben hier einen Temperatursensor, der mitgeliefert wird. Das Gerät wird auch mit einem Akku betrieben. Das heißt, wir haben auch ein Akkuladegerät, das wir hier sehen. Wir können es da reinstecken und das Gerät damit aufladen. Aber schauen wir uns das hier mal an. Ich werde diesen Heizlüfter mal starten. Und jetzt wird er Krach machen, aber wir sehen auf der Anzeige von diesem Gerät noch nichts. Warum? Na, ich hatte gesagt, es ist ein Gerät, um große Ströme zu messen. Und der Heizlüfter ist noch nicht in Betrieb, sondern er macht nur Krach. Er bläst im Prinzip nur, aber er heizt noch nicht. Wenn ich die Heizfunktion einschalte, dann sehen wir, dass hier jetzt auch in der Anzeige etwas passiert. Der Heizlüfter regelt langsam hoch und wir sehen hier also eine Stromaufnahme von, ja, eben waren es um die 4 Ampere und jetzt regelt er zurück, weil er merkt, es ist schon relativ warm im Studio, ich muss nicht so viel heizen und geht entsprechend zurück. Wir haben hier, glaube ich, noch eine zweite Stufe. Wir können manuell sagen, ich möchte es aber doch ein bisschen wärmer haben oder eben dann den Heizlüfter wieder ausschalten und dann auch versuchen, das Gebläse auszuschalten, damit es ruhiger wird. Also insgesamt ein sehr gut durchdachtes Gerät und wir können auch hier unten mal direkt für die Spannungsmessung die Strippen anschließen und dann müssen wir auch hier rüber gehen in den Spannungsmessbereich. Da startet er neu und kalibriert sich und wir sehen also hier die Spannung von 231 Volt, das was wir in unserem Stromnetz auch so ungefähr erwarten.
Und wenn ich hier weitergehe, wir können also auch die Netzfrequenz mit diesem Gerät messen, die ja üblicherweise bei uns 50 Hertz beträgt. Also, alles in allem ein Gerät, was sehr, sehr viel vereint. Und das berührungslose Messen sorgt für viel mehr Sicherheit im Feld beim PCE CTI 10. Hier sehen wir das PCE GPA 50. Das ist ein Stromzangenmessgerät, das nicht nur in der Lage ist, den Strom in einer Phase zu messen, sondern gleich in drei Phasen. Und es hat einen Messbereich von bis zu 600 Volt und 2000 Ampere. Und wie üblich bei Stromzangenmessgeräten wird die Ader in die Messzange genommen und wir können das Gerät einschalten und sehen hier im Display, wenn wir das so in die Kamera halten, dann es fährt im Moment noch hoch und dann kommt die Anzeige, im Moment passiert noch wenig, aber wir haben hier einen Heizlüfter angeschlossen und wir können jetzt zunächst mal das Gebläse aktivieren und auch dann passiert noch nichts, weil dieses Gerät erst höhere Ströme messen kann. Es kann bis 1000 Ampere messen, aber dafür nicht ganz geringe Ströme. Deswegen, wenn ich die Heizung einschalte, dann sehen wir hier, da fließen jetzt 3 Ampere bzw. jetzt 4,5, 5 Ampere. Wir sehen hier noch keine Spannung, die gemessen wird und auch noch keine Leistung. Um Spannungen zu messen, das funktioniert natürlich nicht mit der Stromzange, sondern da müssen wir herkömmlich mit den Klemmbuchsen arbeiten und ich schließe das Gerät also auch an die Steckdose hier an und jetzt sind auch die anderen Werte da. Wir sehen hier also fast 228 Volt und im Moment nimmt der Heizlüfter 942 Watt auf. Wir sehen auch oben schon 171,8 Grad Phasenverschiebung. Das heißt, dieses Gerät ist auch in der Lage, Wirkleistung und Blindleistung zu messen. Und wir können uns die Phasenverschiebung hier angucken. Die wird auch grafisch dargestellt. Das dauert einen kleinen Moment, der die Messung erfolgt. Und da sehen wir also die Sinuskurven von Strom und Spannung. Und oben wird auch nochmal die Netzfrequenz angezeigt und eben nochmal die Phasenverschiebung. Das Gerät kann für Langzeitmessungen am Netzteil betrieben werden. Wir haben hier unten die entsprechende Buchse dafür. Es hat allerdings auch eingebaut 2 AA-Batterien, mit denen es dann mobil handlich betrieben werden kann. Es hat einen Slot für eine Micro-SD-Karte, kann also als Datenlogger verwendet werden, dann eben für Langzeitmessungen. Die Daten können dann am Computer hinterher ausgewertet werden in Tabellenkalkulationen oder in speziellen Programmen dafür. Also ein sehr gutes Gerät, das mit seinen vielfältigen Messfunktionen überall einsatzfähig ist, das PCE GPA 50. Wir haben hier 3 Stromzangenmessgeräte. Zum einen das PCE MCM 10, ein Messgerät, was nur geringe Ströme messen kann, diese allerdings sehr präzise. Und was auch sehr schön klein und handlich ist und eine Leuchte bietet, mit der es auch in dunklen Umgebungen, wie es oft an Messstellen der Fall ist, funktioniert und beziehungsweise wo man sehr gut mitarbeiten kann. Dann als nächstes das PCE CTI 10, ein Gerät, was mit sehr großen Strömen arbeiten kann und was auch in der Lage ist, Spannungen zu messen. Und eine grafische Darstellung, ein sehr gut ablesbares Display hat und zudem noch die Funktion hat, ein Bluetooth-Gerät damit koppeln zu können. Es gibt Anwendungen für Android und iPhone und damit ist es möglich, also die Messdaten, die man hiermit sammelt, die Messreihen, die man sammelt, auch weiter zu verarbeiten und zu speichern auf einem Mobiltelefon. Und zum Schluss das PCE GPA 50. Ein Messgerät, das auch in der Lage ist, nicht nur ebenfalls große Ströme zu messen, sondern das auch in der Lage ist, dreiphasen Strom zu messen. Und ebenfalls ein gut ablesbares, großes Display liefert und auch Wirk- und Schein- und Blindleistung anzeigen kann.
Alles in allem drei Stromzeugenmessgeräte, die alle ihren spezifischen Arbeitsbereich haben und die das komplette Spektrum, das man braucht, abdecken. Und tschüss. Entdecken und bestellen Sie die neuesten Mess- und Prüfgeräte jetzt auf www.pce-instruments.com.